Moin, hi, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem 5-Booster-Opening der Matchtags Bundesliga 2017-2018, die 10-Jahres-Kollektion. Und was uns hier erwartet, was es damals für gerade Karten gab, seht ihr natürlich nach dem Intro. Jawohlski Leute, herzlich willkommen hier wie angekündigt zu einem Matchtags Bundesliga 2017-2018er 5 Booster Opening. 10 Jahreskollektion ist es damals gewesen. Nachdem die 28er, 29er die erste gewesen ist, war die 17er, 18er die 10. Eigentlich denkt man sich so, hä, das sind doch gar keine 10 Jahre, aber es war wirklich die 10. Serie. Und hier gab es damals richtig heftige Karten. Wir gucken uns einmal die Verteilung an. Wir haben 5 Karten pro Booster, 422 Sammelkarten, 10 Jahres Kollektionskarten 1 in 4, die sahen schon heftig aus. Matchwinner 1 in 4, Clubkarten 1 in 6 und Club 100 1 in 18 Packs. Ich hoffe mal, ich kann euch eine von diesen 10 Jahres Kollektionskarten zeigen, denn dann wisst ihr auch, warum ich sage, die sehen brutal heftig aus. Das waren damals die Codes, da konnte man diese, wie ist denn da, Pro 11 Spieler hier als Karten bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch welche besitze. Ich weiß nur, dass ich damals dadurch ein Trikot gewonnen habe vom FC. Das war richtig geil. Ich muss mal gucken, ich glaube, das habe ich sogar noch. Shinji Kagawa, so sahen damals die Base-Karten aus. Richtig, richtig schön. Aber ich glaube, ich kann das Trikot euch jetzt leider gerade gar nicht zeigen. Ich weiß, ich habe es noch, aber ich weiß gerade nicht, wo ich es habe. Jarchelko von Augsburg. Donati von Mainz. Dann haben wir Marc-Oliver Kempf für Freiburg und wir haben den FC Bayern München als Club-Logo. Die Logos, finde ich, hätte man damals ein bisschen größer machen können, aber der Effekt hier war schon schön. Booster Nummer 1. Booster Nummer 2. Oh, Werder Bremen Mittelfeld, vielleicht Spickeimer. Oh, nee. Danke. Erstmal klassisch, wie man es bei Tops kennt. Wir haben erstmal Diego Demme, Arjen Robben als Starspieler. So waren damals die Starspieler nicht gerade besonders, aber ich fand es schon cool. Basuea, Matthew Lecky, Grüße genauso an Dennis. Und wir haben Hajrovic von Werder Bremen. Weiter geht's mit Booster Nummer 3, mein Gott. Ui. Dann aber Marcel Sabitzer für Leipzig, mittlerweile ja bei München gewesen, United und jetzt bei Dortmund. Makoto Hasebe, Grüße gehen standardgemäß raus an den Lukas. Julian Green, Raphael und, oh, guckt euch das an. 10 Jahres Kollektionskarte, Legende Raphael van der Vaart. Was sind das für brutale Karten? Hier mit so einem aufgedruckten Unterschrift und, oh, heftig. Heftige Karten, guckt euch das an. Ich bleibe dabei, es ist mit Abstand eine der schönsten Matchtags Bundesliga-Serien, die wir je bekommen haben. Heftig. Wir haben Marcel Schmelzer im vierten Booster. Wir haben Poyanpalo. Ich glaube, wir kriegen hier noch einen Matchwinner sogar. Da kann ich euch direkt mal alle Kategorien hier zeigen. Oliver Sorg, Jerome Boateng und Matchwinner Branimir Hrgota. Für Eintracht Frankfurt ist ja mittlerweile bei Greuther Fürth. Doch, Greuther Fürth. Und ist auch richtig gut unterwegs. Gut, ich konnte euch jetzt nicht ganz alles zeigen, denn es fehlt eine Club 100. Gut, ist also Managerkarten. Weiß nicht, warum man die damals gebracht hat. Dani da Costa. Timo Baumgartel, Grüße genauso an Kev, ist jetzt bei Schalke, hier nochmal Grüße an Kev, dann die Caligiuri und dann haben wir noch das Club-Logo von RB Leipzig und wenn man sich das Logo anguckt, das kennt man noch so viel größer ziehen können. Eieiei, aber das war's dann mit dem 5-Booster-Opening der Matchtags Bundesliga 2017-2018. So sahen sie damals aus. Ich fand sie wunderschön. Richtig geile Serie. Wenn es euch gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentiert mal gerne, ob ihr mehr Retro sehen wollt, ob ihr weiterhin Retro sehen wollt, was ihr noch an Retro sehen wollt. Ich sage bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein, Tschüss, Kowski. Peace out. Ich bin raus und ciao.